verloren, verlassen in Far Cry Primal. Wir sind immer noch auf dem Weg zur Mission, wo ich aber immer noch partout den Weg suche. Wir haben in der letzten Folge ja eindrucksvoll bewiesen, dass ich mit Keulen gut umgehen kann. Es klingt so falsch. Das klingt sowas von falsch. Aber naja, gut. Alter Verwalter. Alter Spalter. Boah, wie geil das aussieht. Das ist, Entschuldigung, wenn ich das immer wieder sage, aber das ist echt hübsch. Das ist echt hübsch gemacht. Da hinten sind welche. Ich weiß nicht, ob es Gegner sind oder nicht. Ich vermute mal, dass es welche sind. Wir gehen aber hier direkt erstmal zur Mission. Und schauen mal, was hier auf uns wartet. Und hier ist wieder so ein Ding, was ich mal runtergeschossen habe. Was bedeutet das denn? Na toll, und ich habe das beim letzten Mal nicht gefunden. Ist ja super. Jetzt geht's in die Höhle. Ich bin gespannt. Ich mache jetzt extra mal kein Licht an. Was ist das? Ist das ein Einwohner? Ich weiß es nicht. Padawaida, Uhaita, Tinsai. Nay, nay. Jassa. Ujassa. Hassan. Ashai, you baja. Uguifas was nas path. Upavitakar. Upavi. Utishai, you slouch like watch and dark. Slouch like watch and dark. Der hat uns jetzt betäubt, bestimmt. Das sind ein bisschen Drogen, die wir jetzt bekommen haben. Oh mein Gott. Vision der Bestien. Finde den Wegweiser. Warum leuchten jetzt die Tiere so gelb? Ich, hallo. Na ihr? Nee, die Bestien fürchten mich nicht mehr. Das stimmt, da hat er gerade recht. Komischerweise. Die fliegen also nicht weg an alles. Folge dem Wegweiser. Was? Was? Hilfe! Ich kann fliegen! I believe I can fly! I believe I can touch the sky! I think Alter! Hilfe! Was? Was? Ich sehe überhaupt nichts. Ich sehe nichts. Ah, ist ja abgefahren. Alter, ist das abgefahren. Ja, so stellt man sich mal einen LSD-Trip vor in der Disco. Bitte was?
Muss ich denn jetzt... Okay. Aha. Oh, wie hübsch das ist, ne? Ich weiß gerade gar nicht, was ich sagen soll. Ich finde es total angenehm und entspannt vor allen Dingen. Zeig es mir. Können wir das jetzt immer machen? Rumfliegen? Das wäre richtig geil. Jetzt einfach so durch die Wälder fliegen. Boah, geil. Wow, wow. Yeah. Wow, 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 wow. Folgen der Eule. Ich hoffe, es ist eine Eule. Boah, was ist das denn? Was ein abgefahrener Trip. Was ein abgefahrener Trip. Es scheint einer müde zu sein. Und wir zähmen die Eule. Oder versuchen es zumindest. Oh, wie süß. Vision der Bestien abgeschlossen. Ja, Wahnsinn, was für ein abgefahrener Trip war das denn bitte? Ja, aber jetzt können wir, glaube ich, jetzt haben wir gelernt, ja, Tiere zu zähmen und alles. Und können das jetzt wahrscheinlich zu unserem Vorteil nutzen. War da eine Bande da? Subnia. Na, Subnia! Baren Shayu, Guarbati Kala. Guarbati. Schras! Uai, Guarbati! O barco saiu do Sidaha. Usa de Yudi Yauga Daha. Wir haben die Eule also gezähmt. Guarpati. Faran Habandata. Kubalsan Guar Habanda Magata. O Laukawal Waida Walkwaswan. Aiwa si bargwa shayu. Tu si dahamagata. Bässchenmeister, Mission zum Kartenmenü hinzugefügt. Tum yauga. Winjara nartar lajarsh. Tilauka sakwam. Musanu. Jausman. Mhm. Aber wie funktioniert das jetzt? Ich bin mal sehr gespannt. Ich schau mal eben auf die Karte. Wir haben ja hier oben ein... So, Tensei, der Schamane. Finde den Wurfsbau und zähme den Weißwolf, damit er an deiner Seite kämpft. Mittel ist der Schwierigkeitsgrad. Okay.
Faszinierend. Das heißt also, wir kriegen durch ihn verschiedene Tiere, die wir zähmen können. Also nicht jedes Tier wahrscheinlich, aber ein paar. Und das wird wahrscheinlich da auch weitergehen mit Haupt. Das wird wahrscheinlich bis jetzt auch momentan auch so die Hauptmission sein. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ich würde doch gerne jetzt erstmal, wenn wir schon einmal dabei sind, wir haben einen Fähigkeitspunkt, den ich gerne, guck mal an hier drüben. So, was haben wir denn? Eulenbegleiter. Rufe die Eule mit dem Digipad nach oben. Kundschafte die Umgebung aus, um Gegner zu markieren. Ach, ist ja interessant. Halte R3 gedrückt, um den Jägerblick mit der Eule einzusetzen. Andere Jägerblickfähigkeiten gelten auch für deine Eule. Ach, ist ja krass. Da müssen wir es gleich mit der Eule direkt mal ausprobieren. Ich würde gerne mal hier den Fähigkeitspunkt hier einfach mal einsetzen, weil es der einzige, den ich hier hinsetzen kann. Machen wir das mal. So, da bin ich mal gespannt. Okay. Gehen wir mal... Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Ich würde gerne dieses Lager hier oder dieses Leuchtfeuer vielleicht mal machen. Ich will auch jetzt keine Schnellreise benutzen, sondern einfach da mal hinlaufen. Fahrzeuge gibt es ja nicht in der Steinzeit. Deswegen werde ich erstmal hier rausgehen und das mit der Eule mal austesten. Wenn wir schon einmal dabei sind. Wo bin ich denn hergekommen? Bin ich von hier gekommen? Ja, bin ich. Bin ich. Oder im Solarium. Ah ja, sehr schön. So, da wären wir auch schon wieder. Du kannst nun auf Digipad nach oben drücken, um die Eule zu... Eule zu rufen und die Umgebung. Okay, machen wir das mal. Was kann ich denn... Ach, wie geil. Ach, geil. Bestie entsenden. Langsamer. L2 ist langsamer. Ach, wie geil. Ah, das ist ja nett. Man kann sich sogar einen Wegpunkt setzen. Ach, krass. Kann man wahrscheinlich dann später auch zum Dings nutzen. Das ist ja cool. Okay, ich mach mal eben nochmal den Wegpunkt hier unten hin. Das kann natürlich später von Vorteil sein. So, jetzt werden wir uns erstmal die drei von der Tankstelle da drüben holen. Bevor wir dann zu unserem nächsten Leuchtfeuer gehen. So. Ich bin sehr gespannt, wie das auch weitergeht, so mit der Geschichte und alles. Weil bisher ist es ja eher so ein bisschen, ja, lernen, wie wir halt hier kämpfen, überleben, wie wir unsere Fähigkeiten einsetzen können. Wie kriegen wir die denn ausgeschaltet? Weil es sind genau drei Mann, ne? Am besten wäre ja ein Feuer zünden, was die alle drei verbrennt auf einmal. Ich probiere das mal, den Bogen anzuzünden. Vielleicht können wir ja einfach... Ah, das war nicht so eine gute Idee. Wow. Na komm her. So, der ist schon mal weg. Jawohl, sehr schön. Okay, das mit dem Feuer hat nicht so geklappt. Das hätte besser funktionieren können. Ich dachte, muss mal gucken, dass ich nächstes Mal das Feuer direkt vor den Füßen mache. Bei denen. Ich glaube, das wäre dann, ich glaube, auch ein bisschen besser. So. Gehen wir hier noch ein bisschen ausrauben. Hier noch ein bisschen ausrauben. Und den machen wir auch noch. Au. Können wir das entzünden hier? Ich würde es gerne mal ausprobieren. Warte mal. Warte. Geht das? Vor allem bringt das irgendwas? Ah,
I've got a ring, the burner ring of fire, and it burns, 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 the burner ring of fire. And it burns, 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 the ring of fire, der ring of fire, der ring um meine Eier. Okay, ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein besonderes Easter Egg oder so, dass man jetzt hier durchs Portal... wäre das geil, oder? Das wäre ein richtig geiles Easter Egg. Man schreitet jetzt hier durchs Portal, man hat es aktiviert mit Feuer, geht durchs Portal, auf einmal ist man in Minecraft oder so. Das wäre natürlich auch total ulkig. So als kleines Gimmick. Ja, mein Gott, wir müssen da in die Richtung. Was haben wir denn hier? Wir können ja auch Gegner anlocken, ne? Mit... Ah, guck mal. Eine Deja Hand haben wir gefunden. Deja Hand. So. Keule anzünden? Achso. Wow. Oh, wie weitläufig das doch ist, ne? Naja. I've got in the burner ring of fire. Entschuldigung. Manchmal geht's mit mir einfach durch. Das tut mir leid. Oh nein, das wollte ich gar nicht. Was? Was? Warum macht er denn beim Schlagen so einen Schritt nach vorne? Das wollte ich gar nicht. Verdammt, scheiße. So ein Mist aber auch. Naja. Na, das war ja spannend. Einfach mal von der Dings runtergefallen. Ja, ich weiß gar nicht, wo wir jetzt hier sind. Ach, guck mal, da ist wieder so ein Dingen. Hier haben wir wieder eine Bonustasche, wo wir mal eben die Belohnung abholen können. Ich will mal ein bisschen Fleisch hier lagern. So, da können wir auch was mitnehmen von dem Feuerstein. Von dem Fred vor allen Dingen. So, ansonsten haben wir alles. So, ja, ich würde sagen, machen wir in einer... Ach, guck mal, hier können wir ein Lagerfeuer sogar anzünden und wir können uns ausruhen. Ich würde sagen, wir ruhen uns hier ein bisschen aus an unserem Lager. Machen mal ein bisschen Feuer. So. So. Machen uns das hier richtig schön gemütlich. Und ich würde sagen, in einer weiteren Folge Far Cry Primal schaltet ihr wieder ein. Denn dann, ja, würde ich sagen, entzünden wir ein weiteres Leuchtfeuer. Und ihr schaltet dann wieder ein. Macht's gut. Ciao.